Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zur 7 Days to Die Folge Nummer sowieso Tag 14. Gleich haben wir es 4 Uhr. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Besuch von einer Schreierin oder von einer Schreierhorde. Es hat ganz gut geklappt mit den Steel Arrows bzw. Arrowheads. Und deswegen werde ich mir hier auch gleich noch ein paar herstellen. Zumal ich auch ein paar verballert habe. 35 Stück, um genau zu sein. Dann werde ich nämlich mal 35 Stück noch herstellen. Kann ich gar nicht. Da muss ich noch ein bisschen Clay für einschmelzen. Aber das ist auch nicht das Problem. Was sehe ich mal, vielleicht 100, bummelig 100 mal Clay schmelzen wir hier noch mit ein. Obwohl, wir brauchen sowieso mehr. Warte mal, dann schmeißen wir noch ein bisschen. Ach, packen wir einfach alles rein, fertig. Also das, was wir jetzt da haben. Und dann passt das schon. So. Was macht der? Stackt er nicht? Komm rüber. So als Mensch. So. Ja, gut, dann schmeißen wir das da auch noch gleich mit rein. Dann haben wir das andere Eisen, was ich hatte, auch noch gleich mit. Das wollte ich eigentlich woanders einschmelzen. Aber wir brauchen sowieso nachher Forged Iron. Von daher lassen wir das jetzt einfach. So. Turn on. Und dann sagen wir, was hatte ich gesagt, 35, ne? Obwohl, wenn ich jetzt 35 schon für die brauche, dann machen wir 2,85. Und gucken, was wir brauchen wir für 2,85. Es? 2,85. Achso, geht ja nicht, weil ich nicht genug Leben dran habe. Gut. Dann machen wir erstmal 42. Und schmilzt das erstmal ein. So, dann habe ich noch meine ganzen Tools, habe ich hier überarbeitet. Messer? Achso, Messer wollte ich ja auch noch machen. Stimmt ja eigentlich, wenn ich schon mal dabei bin. Den Hammer, den habe ich erstmal beiseite gelegt, weil mir ja im Nachhinein eingefallen ist, ey, den Hammer brauchst du sowieso nachher für die Workbench. Also lagere ich den erstmal ein. Wir brauchen hier auch noch eine Wrench. Das Kranke dabei ist eigentlich, dass wir eine Wrench brauchen, oder um eine Wrench bauen zu können, brauchen wir eine Workbench. Ne? Und das ist, naja, ist ein bisschen krank, aber machen wir halt so. So, wir brauchen ein Messer. Da machen wir nämlich ein Hunting Knife, nämlich auch noch gleich ein neues. Und das können wir auch noch gleich scrappen. So. Das kommt erstmal auf Lager. Und wie gesagt, ich habe hier alles komplett ersetzt. Ich habe einen neuen Clawhammer, neue Iron Fire Axe, Iron Pickaxe, Iron Shovel. Und das kann ich eigentlich mal hier wieder mal ein bisschen sortieren. So, und hier kommt dann der Hammer Messer rein, so wie immer. Da warte ich jetzt noch die 30 Sekunden drauf. Und in der Zwischenzeit können hier die Pfeile fertig gemacht werden. Die kann ich eigentlich auch gleich schon mal aufnehmen. 42 habe ich da. Nehmen wir die und die gleich mal. Oder machen wir uns noch ein paar davon. So. Dann sind wir auf jeden Fall erstmal gerade davor. Wir haben ja auch noch 129 normale Pfeile. Ich glaube, die werde ich als erstes mal verbraten. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie es in Herbert der Horde läuft. So, da haben wir das Messer. Wups. 270er Messer. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt noch einen neuen Bogen. Wollte ich mal auch noch craften. Alles so friedlich hier. Im Gegensatz zur letzten Nacht. Also hier sieht man, da waren sie schon ein bisschen Gange. Aber ist alles kein Problem. So. So, das werde ich natürlich nachher nochmal aufbauen müssen. So. Gut, machen wir erstmal sauber. Erstmal looten. Ich weiß gar nicht, wo die Schreierin abgeblieben ist. Ich denke mal, die ist auch irgendwo in den Spikes verendet. Brown Shorts. Oha, da haben sie aber auch ganz gut Rollos geknöppelt.
So, das ist okay. Na. Sehr schön. Waren da hinten auch noch welche? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht mir nicht danach aus. Hier haben sie aber trotzdem ordentlich rumgeknüppelt. Da ist auch noch eine. Jo, die können wir auch mal reparieren. Na. Ja, das ist wesentlich günstiger geworden zum Reparieren. Hier habe ich, glaube ich, pro Stufe habe ich, glaube ich, ein Holz. Oh, da ist ja auch noch einer. Oh, Pistolbox, sehr schön. Können wir gleich mal lesen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Nein, können wir nicht. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auch Pistolen bauen. Sehr schön, so will ich das sehen. Noch besser, als irgendwo auf Rezeptsuche zu gehen, ist natürlich, wenn irgendwelche Zombies vor einem verenden und die natürlich die richtigen Rezepte dabei haben. So. Also am besten eher nach unten zielen, dann kriegt man die, glaube ich, ganz gut begriffen. Und die ganzen Spikes natürlich nochmal reparieren. Vielleicht setzen wir da auch noch ein paar Woodlock-Spikes zu. Müssen wir mal gucken. So, das haben wir auch. Nee, will ich ja... Achso, kann ich gar nicht. Okay, weil das, schon Metall-Spikes waren. Okay. So. Ah, ich sehe schon. Wir müssen noch einige auf jeden Fall machen. Einige Spikes, meine ich. Hm. Gut. Da ist auch noch einer. Shotgun Shells. Ja, okay, ist zwar nett, aber... Können wir jetzt momentan eh nichts mit anfangen? So, und dann brauchen wir natürlich noch... Ja, Cobblestone, ja gut. Brauchen wir jetzt nun jetzt nicht zwingend, das passt schon. So, wir brauchen auf jeden Fall noch wieder ein paar Woodframes. Machen wir mal 20 Stück fertig. Und dann könnte ich auch gleich mal die Spikes setzen, die neuen. Damit sie sich gleich schön den Moors aufreißen. Kommende Nacht. Da bin ich mal gespannt, was es wird. So, hier geht es natürlich auch munter weiter. Wir können auch gleich nochmal. Holz haben wir ja noch dabei. Dann lass uns gleich noch ein paar Spikes fertig machen. Wie viel kosten 5? Ah,
Ah, guck mal, so viel kann ich noch gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Na gut, dann machen wir nochmal 42, ist egal. Dann müssen wir dann halt nochmal Holz fällen gehen, das ist dann halt so. Ist natürlich schweineteuer geworden. Aber natürlich ist es gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, was die Spikes jetzt auch reißen. Ach, könnten. Kann ich ja gar nicht mehr. Scheiße, stimmt. Ich habe erstmal das ganze Holz verbaut und wundere mich, dass ich kein Holz mehr habe. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen Holz holen. Zumindest brauchen wir da nicht viel Holz, weil wir hatten ja gesehen, pro Stufe brauchen wir, glaube ich, ein Holz, dann können wir die reparieren. Das finde ich schon sehr human und sehr praktisch. Naja, man sieht auch jetzt auch schon, dass die Tools einen wesentlich höheren Level haben. Jetzt kriegen wir so mit zwei Schlägen hier schon bummelig 77 Stück Holz. Das ist schon nett. Also da können wir schon ordentlich was abraspeln. Den Baum machen wir noch. Dann geht es weiter mit dem Ausbau bzw. mit dem Ausbau der Verteidigung. Weil das werden wir schon noch überleben müssen. So. Baum ist auch weg. Wie viel Holz haben wir jetzt gesammelt? Insgesamt 2400. Ja, für die zwei, drei Bäume. Da ist das schon gesund. Wenn wir jetzt nochmal richtig mal einen Tag nur Holzkloppen gehen, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Damit sollten wir auf jeden Fall die Spikes repariert kriegen. Die Spikes dann lassen wir mal. Der ist eh kaputt. So, und hier müssten wir noch mal kurz durchtauschen. Achso, da kommt ja auch noch einer rein. 1, 2, 1, 2. So. Ja gut, die Schlitze an den Seiten brauchen wir eigentlich nicht. Also ich werde hier vorne auch, glaube ich, jetzt noch einen normalen Frame reinmachen, weil hier habe ich bis jetzt sowieso nicht geschossen. Und daher lassen wir das mal komplett. Eine Leiter brauche ich noch, fällt mir gerade ein. Eine Leiter. Wollen wir das nochmal scrappen, die restlichen? Können wir ja machen. Dann bauen wir lieber noch ein paar Leiter dazu. Obwohl, ich brauchte, glaube ich, nur eine sogar. Muss ich mal kurz gucken. Ja, nur eine. Wo ist denn... Achso, die ist ja noch gar nicht dran. Die braucht noch 6 Minuten. Gut, dann machen wir erstmal mit den Spikes weiter. So. Sollten die Spikes eigentlich auch so weit. Achso, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich. War ich so schlau. Und habe natürlich den einen Frame, den ich hier oben craften wollte, dafür craften wollte, natürlich gleich gescrapped. Na, das ist natürlich. Na,
Das ist natürlich äußerst schlau, aber naja, gut. Lass sich jetzt nicht ändern, dann mache ich den halt gleich, wenn die Warteschlange so weit runter ist. Dann passt das. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen mehr. So. Dann haben wir hier unten jetzt auch erstmal... Ach nee, hier vorne müssen wir auch nochmal rum. Gut, dann haben wir nämlich die Ebene auch erstmal weg. Dann können wir, glaube ich, die anderen Spikes hier vorne noch gleich ansetzen. So, nee, ich will kein Gras setzen, nein. Kann man Gras tatsächlich pflanzen? Sieht so aus, okay, cool. Hatte ich irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm, dass es auch geht. Nicht, dass ich unbedingt Gras pflanzen will, aber ist ja doch mal ganz gut zu wissen, wenn man sich mal eine schöne Wiese bauen möchte. So, da natürlich noch welche hin. So, wieder ein paar Spikes mehr. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Wir haben noch 12 in der Mache. Ach so, Gras. Ich brauche ja sowieso Gras, stimmt. Wollte. Nein, ich will den. Ah, was können wir denn hier mal wegwerfen? Das können wir einmal scrappen, bringt uns aber wenig. Ah, den Overall können wir uns eigentlich mal schenken. Obwohl. Ja, passt schon. Machen wir das so. So, wir brauchen nämlich ein bisschen Gras für den Bogen. So, dann können wir uns nämlich auch gleich noch einen Bogen craften. Craft. So, den lassen wir nochmal, bis der andere fertig ist. Ich muss mich schon wieder ausmüllen gehen. Sonst wird das hier wieder nix. Scheiße. Komme ich ja wieder nicht hoch. Oh. Ach, weil das alles noch hier in Gang ist. Komm, dann machen wir das mal anders. So. Bevor ich hier zu gar nichts komme. So, den können wir auch auseinandernehmen. Scrap. Und den packen wir dann dahin. So. Ich brauche nur Secure Door. Obwohl wir haben ja auch noch ein bisschen. Ja, soll ich jetzt Material verballern? Oder. Wir können uns da eine Metalltür reinbauen. Das könnten wir natürlich tun. Was habe ich an Eisen? 8. Ich weiß jetzt gar nicht. Kriegt man mit 8 noch eine Tür zusammen? Ich glaube mal eher nicht. Hard Metal Door. Da brauchen wir 10 für. Ja gut, dann machen wir halt. Nochmal 12. Nochmal 12 davon. Oder wir machen 179. Ja, wir müssen das ja sowieso haben, das Material. Von daher ist das Wumpe.
können wir gleich eine neue Tür craften. In der Zwischenzeit werde ich mich dann schon mal entmüllen. Essen kommt da rein. Fett kommt ja nachher nach oben. Getränke kommen da rein. Das kommt da rein. Zu trinken kommt da rein. So, hier kommt die Seeds rein. Das kommt hier rein. Die Steine haben wir hier jetzt noch nicht. Die können wir auch da lassen. Die schmeißen wir hier rein. Die schmeißen wir hier rein. Die schmeißen wir hier rein. Klamotten hatten wir hier auch drin. Ja, komm, schmeißen wir auch hier rein. So. So, dann haben wir noch die. Wir haben die. Knochen hatten wir da unten. So. Spikes haben wir noch da. Die Federn wollten wir gleich noch verarbeiten. Also Pfeile haben wir jetzt erstmal. Und trotzdem werde ich mir noch welche herstellen hier. So, das haben wir auch. So. 21 davon. Und dann machen wir uns noch ein paar Arrowheads. 219. Weil wir nicht genug wir haben nicht genug Eisen. Ja, stimmt, wir haben ja alles an Eisen gerade verballert. Richtig. Macht nichts. Dann machen wir trotzdem die letzten zwei fertig. Dann haben wir nämlich hier auch das Eisen weg. Und das nehmen wir auch mal raus. Weil Klee brauchen wir dann nicht. Wir können höchstens Lamp of Klee wieder rausholen. So. Brauchen wir ja nicht. Wir müssen hier sowieso alles wieder leer machen. Broken Glass, das können wir uns auch gleich mal wieder rausholen. Einmal Broken Glass kriegen wir raus. Dann können wir die Forge nämlich gleich leer machen. Und das Material nehmen wir dann halt nach Tag 14 wieder mit rüber. So, wie lange brauchst du noch? Du brauchst noch 10 Minuten dafür. Das ist auch noch ein bisschen am Rumkugeln. Gut. Dann machen wir uns mal eine Hard Metal Door. With a piece. Door. So. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unnütz ist, das da unten hinzubauen, aber ich mach das erstmal lieber. Dann haben wir hier wenigstens eine Tür, die auch ein bisschen was aushält. So, dann haben wir noch ein paar Spikes. Die könnte ich auch nochmal loswerden. Machen wir noch ein paar mehr von den Spikes. Spikes davon 20, 30 Stück. Ach, 25 Stück gehen nur maximal, okay. Haben wir wenigstens noch ein paar zusätzliche Spikes, damit sie sich richtig schön wehtun, die kleinen Schweinchen. So, jetzt muss ich erstmal einen Augenblick warten. Nicht genug Metall. Na gut. Würde dann erstmal so gehen müssen. So, verstärkt ist es auf jeden Fall. Das wird dann auch einen Augenblick, wird das noch halten. Ach verdammt, ich hätte mir am besten mal gleich diese Iron Bars machen sollen, dass ich hier oben vielleicht noch eine Iron Bar habe, dass ich runterschießen kann. Aber jetzt habe ich ja sowieso nicht mehr genug Metall. Das ist sowieso dann egal. Dann mache ich mir jetzt lieber noch ein paar Spikes fertig. So, da vorne war ja keiner. Ja, dann würde ich mal sagen, dann werde ich hier noch weiter ausstaffieren. Ich muss mal gucken. Eventuell werde ich
Das weiß ich aber noch nicht. Eventuell noch eine Folge vorher machen. Ich denke mal aber eher, dass ich bis kurz vor 10 Uhr jetzt abwarten werde. Werde in der Zwischenzeit noch ein paar Spikes setzen und vielleicht schon meinen Umzug oder zumindest meinen Teilumzug vorbereiten. Insofern würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir uns denn der nächsten Nachthorde widmen. Der 14er Horde, die wird ja auch noch nicht so schwer sein. Naja, schauen wir mal, warten wir es einfach mal ab. Nicht, dass ich mich jetzt hier ein auf einen Leisure-Abend hier vorbereite und dann kriege ich dann total die Keule. Wir werden es sehen, wir werden es garantiert erleben und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die. Macht's gut. Tschüss.